Ja, moin Leute. Wir melden uns aus Portugal im Winter. Ja, es sieht eigentlich gar nicht so aus. Es ist Januar und die Sonne ballert auf jeden Fall. Es ist sehr schön, kaum Wolken am Himmel. Dafür ist es nachts aber auch echt kalt. Also das heißt, es ist sternklar und es geht auch gern mal so bis fast 0 Grad runter jetzt gerade im Moment. Ja, uns hatten so ein paar Nachrichten erreicht von wegen, ja, zeigt doch mal euren Ofen. Wie habt ihr den denn eingebaut und so weiter und so fort. Und ja, zu unserer Schande, wir haben damals nicht den Einbau gefilmt, weil es echt ziemlich stressig war. Deswegen zeige ich euch heute, ja, den Ofen, wie wir den eingebaut haben. Ich werde zwischendurch mal so ein paar Fotos einblenden, weil damals haben wir wenigstens ein paar Fotos gemacht vom Einbau, um das Ganze mal so ein bisschen zu beleuchten. Vielleicht hilft das den einen oder anderen. Wir haben ja den Einheitskoffer, das ist so ein bisschen schwierig mit der Dachdurchführung gewesen, weil das rund ist, das Dach. Leute mit geradem Dach haben es ein bisschen einfacher, aber das kann ich nachher nochmal genau erklären. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich zeige euch mal das Prachtstück auf jeden Fall. Ja, hier ist er. Da ist die Melli und Nero. Ja, ihr seht, Wetter. Ist gut. Wetter ist halt wirklich schon bombenmäßig. Ja, wir haben eine Dieselstandheizung und die nutzen wir natürlich auch, ganz klar, aber wir nehmen natürlich auch mal den Ofen. Das ist jetzt nicht unsere Primärheizung, sondern das ist einfach so, ja, just for fun. Oder wirklich, was echt gut ist, wenn es regnet, wir haben einen Hund, ja, wir müssen rausgehen, der Hund ist nass, alles andere ist nass, man selber ist nass. Die Handtücher, womit wir den Hund abtrocknen, sind nass und es wird dann so langsam alles klamm hier. Und dann ist es eigentlich perfekt, den Ofen anzuschmeißen, weil es geht ruckzuck, die Bude ist warm, es trocknet richtig gut aus. Die Wärme ist eine ganz andere wie bei einer Dieselstandheizung. Und ich sag mal so, deswegen haben wir ihn auch eigentlich eingebaut. Naja, und für den Gemütlichkeitsfaktor halt, ne? Weil ich sag mal so, ein Feuer, ein Ofen ist natürlich halt schon geil. Ja? Und es gibt viele Leute, die haben noch nicht mal zu Hause einen Holzofen. Also von daher, wir haben eine bei uns im Koffer und das ist halt schon ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, primär haben wir halt die Dieselstandheizung und sekundär sozusagen die zweite Wärmequelle ist dann halt unser Ofen. Der Ofen ist ein Cubic Mini und zwar ein Grizzly. Es gibt da zwei Stück von, einmal den Cup, der ist noch kleiner, also der ist so für Busse ganz gut gedacht. Und der Grizzly ist eine Nummer größer, da passen ja noch ein bisschen größere Holzstücke rein. Der ist dann halt so für, ja, LKW Ausbauten gedacht, sage ich jetzt einfach mal. Also wo die Koffer ein bisschen größer sind. Ja. Der macht gut warm, auf jeden Fall. Ja, wir werden den nachher mal anschmeißen, dann werdet ihr das sehen. Also hier sind es auch, also können es auch gut und gerne mal 28 Grad im Koffer dann sein, nachher, wenn der an ist. Und dann muss man schon sagen, okay, ich muss die Tür aufmachen oder wir machen unseren Dachlüfter an. Das ist eigentlich auch mal ein ganz, ganz guter Kompromiss auf jeden Fall. Ja, also, gehen wir jetzt einfach mal zum Ofen. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie wir den aufgebaut haben. Ich erkläre euch das mal eben. Hier unten seht ihr das. Das ist so ein Kasten. Der ist gefliest. Das ist im Prinzip ein Siebdruckkasten. Wir haben einfach so einen Siebdruckkasten gebaut und haben den sozusagen gefliest. Wir haben hier so ein Fach. Ja, da seht ihr das schon. Da ist das ganze Holz gelagert. Ja, wir haben jetzt hier noch Holz von unserem Tischler, der hatte noch so ein paar Reststücke und die hat er uns mitgegeben und wir haben da ein bisschen mehr von gehabt auf jeden Fall. Also das geht jetzt aber auch schon langsam zur Neige. Von dem Fach außen seht ihr hier auch eine Klappe und da ist auch nochmal Holz drin. Das heißt also, wir können von außen Holz nachschmeißen und können dann sozusagen abends ganz entspannt die Tür aufmachen, da unten das Holz rausnehmen, reinschmeißen, fertig. Also das ist, da passt natürlich nicht mega viel Holz rein, das ist ganz klar. Aber wie ja schon gesagt, da es unsere sekundäre Heizquelle ist und wir ja den ab und an mal anmachen, so was weiß ich, alle ein, zwei Wochen mal irgendwie so ungefähr, wie wir halt auch Bock haben und wie das Wetter natürlich auch ist, ganz klar, reicht das eigentlich aus, ja, für uns zumindest. Ansonsten hätten wir noch unten Staukisten, da könnte man auch noch mal Holz reinpacken. Es geht ja nicht jedes Holz ist auch sautrocken, ne? Also da muss man auch mal gucken, es muss dann, sollte schon möglichst trocken sein, das Holz. Also gut abgelagert und ja. Das haben wir gefliest mit so Mosaikfliesen. Die gab es mal bei Amazon, die wird es wahrscheinlich auch immer noch geben. Falls es die noch gibt, kann ich die euch gerne mal verlinken. Ja, wie gesagt, dann ist es hier so eine Klappe, ne? Also ganz normal 0815, das ist hier nichts ultra spektakuläres. Wir müssen hier so ein bisschen ausfräsen, weil die ja so aufmacht. Ne?
sonst hätte das nicht gepasst. Ja, und im Prinzip ist hier jetzt sozusagen der Ofen verschraubt mit 4 M6 Schrauben unten rein und noch eine Möglichkeit, das haben wir aber noch nicht gemacht, hier hinten seht ihr das schon, das ist im Rahmen, habe ich nochmal so Muttern reingepresst. Und da müssen wir uns noch was bauen. Da müssen wir uns noch so ein Blech bauen, was dann sozusagen hier noch dran geht. Und dann ist das auch nochmal gesichert. Dann ist es natürlich nochmal hier oben gesichert. Also das ist auch am Rahmen dran. Ja, und im Prinzip geht das jetzt durchs Dach. Und oben am Dach ist auch nochmal befestigt. Also das kann ich euch dann auch nochmal zeigen. Ja, jetzt sind wir schon hochgegangen. Also wie gesagt, das ist der Ofen. Ja, der hat 2 Luftzufuhren sozusagen. Einmal unten und vorne. Ja. Das ist die Brennkammer, ja, das muss man dann nochmal sauber machen. So sieht das dann aus, wenn das verbrannt ist. Und so machen wir den halt zu. Und wie gesagt, einmal unten, einmal vorne. Da gehe ich aber nochmal drauf ein, beziehungsweise da gehe ich drauf ein, wenn wir heute Abend den Ofen anmachen. Dann haben wir es so gemacht, weil der Ofen hat eigentlich keine Außenluftzufuhr. Sondern halt wie gesagt noch von unten eine Luftzufuhr und von vorne eine Luftzufuhr. Und ja, die Leute wissen das ja sicherlich, CO2 ist halt so eine Sache. Das heißt also, der zieht natürlich den Sauerstoff aus der Luft. Und man sollte schon irgendwie ein Fenster aufhaben oder irgendwie sowas, wenn man den Ofen anmacht, wenn man keine Außenluftzufuhr hat. Ja? Und wir dachten uns so, ja, ist aber scheiße. Irgendwie müssen wir es ja doch regeln. Ich weiß nicht, ob ihr das eben schon gesehen habt, aber ich zeige es euch mal eben. Und zwar ist hier, seht ihr das? Hier haben wir so ein Rohr gelegt, also da ist die untere Luftzufuhr, das Rohr geht hier rein und in den anderen Kasten, und jetzt muss ich mal kurz euch das zeigen, das ist im Prinzip unser Kasten für die Wasserversorgung. Und hier kommt das Rohr raus und wir haben hier so ein Kiemgitter auf jeden Fall. Das heißt, dass das Rohr liegt direkt vor diesem Kiemgitter und zieht sozusagen die Außenluft. Also von daher haben wir eine Außenluftzufuhr geschaffen. Ja, man kann das sicher auch anders machen. Man kann das Rohr auch richtig direkt rausverlegen. Wir hatten halt die Möglichkeit, dass gleich nebenan ein Kiemenblech war und haben gesagt, okay, dann nutzen wir das einfach und fertig. Ist vielleicht nicht die alleroptimalste Lösung, sage ich jetzt mal, weil man hat jetzt nicht den direkten Zugang nach außen, aber von da kommt die Luft rein, von da zieht dann natürlich Luft, ist ja klar. Das liegt direkt davor, ist jetzt nicht angeflanscht, aber das passt. Und wir hatten ja noch keine Probleme, wir haben CO2-Melder drin hier. Und wie gesagt, der Ofen wird echt gut warm und irgendwann sagt man sich, okay, hier muss man irgendwie mal irgendwie ein Fenster aufmachen oder so. Das zum Ofen, wie er verbaut ist, untenrum auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein Rohr. Ja, das Rohr ist dann hier nochmal befestigt mit so einer... Ja, mit so einer Rohrbefestigung am Rahmen. Also hier direkt hinter ist der Fahrzeugrahmen. Da habe ich einfach so ein Vierkantrohr genommen, habe das da rangeschraubt und habe dann sozusagen diese Halterung an den Rahmen geschraubt. Vom Abstand her passte das ganz genau, weil das muss man hier aber achten. Na, der Ofen steht ja ein bisschen weiter weg von der Wand. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Wand. Das seht ihr auch. Das sind ja so eine gehämmerten Bleche. Hier unten haben wir das auch nochmal. Ja. Das sind... Ja, ich glaube ganz normale Stahlbleche, das ist halt so eine gehämmerte Optik. Die reichen aber aus als Hitzeschutz, also volles Programm. Wir haben ja hinter den Ofen an der Wand haben wir ja mit Armaflex HT gedämmt. Das hätten wir uns eigentlich, glaube ich, schenken können, das Geld hätten wir sparen können auf jeden Fall. Wo es aber Sinn macht, ist dann oben bei der Dachdurchführung, zeige ich euch auch gleich nochmal. Da muss man das vielleicht auch nicht unbedingt machen, aber da kann man das schon eher machen, weil da geht das Rohr direkt durchs Dach und da wird es dann schon wärmer, wobei wir mit einem doppelwandigen Rohr durchs Dach gehen. Und da kann man, wenn der Ofen an ist, anfassen. Naja, vielleicht nicht ganz lange, aber ich schätze mal, ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad da herrschen da oben dann bei dem Rohr, aber vielleicht lass es 50 Grad sein oder so. Also von daher, da schmilzt auch kein normales Armaflex, also das dauert. Ja, also von daher... haben wir halt, wie gesagt, mit so Abstandshaltern gearbeitet. Da seht ihr das. Das sind so Hülsenschrauben rein. Das habe ich halt alles geschnitten, dass es genau passt. Geht dann halt bis hier, bis zu dem Knick. Und dann geht der Knick hoch und dann liegt das auch nicht mehr so dicht an der Wand. Das wird hier schon warm, das muss man sagen. Aber es wird echt nur warm und sonst nichts. Ja, und der Ofen hat 300 Grad, also schon ein paar Mal ausprobiert.
Ja, dann geht es im Knick hoch und durchs Dach und da kommen wir mal gleich zu. Nochmal zu den Rohren. Cubic, die bieten natürlich auch Rohre an, extra für den Ofen. Wir hatten auch damals zwei gekauft, aber die haben so ein bestimmtes Maß, so ein Zollmaß. Und da wir ja vorhatten, mit doppelbandig durchs Dach zu gehen, ja, passte das alles nicht auf so ein Standard doppelbandiges Rohr, was man hier in Deutschland kriegt und hin und her. Und da bin ich damals auf einen Online-Shop gestoßen, den werde ich auch hier unten verlinken. Ja, sehr, sehr nette Leute auf jeden Fall. Die Betreiberin ist super cool drauf. Ich war bei der damals persönlich, habe die Rohre abgeholt. Ganz liebe und sehr zuvorkommend und also echt, das kann ich euch sehr empfehlen auf jeden Fall. Das ist Schornstein Olymp. Da habe ich die Rohre gekauft. Sind Edelstahlrohre. Preis ist echt top. Also muss man schon sagen. Also das ist echt ein sehr, sehr guter Preis, den die da anbieten. Die Rohre sind super gut verarbeitet. Ich glaube, die werden in Polen gefertigt, meine ich. Aber wie gesagt, die sind top verarbeitet. Alles cool, alles dicht. Also es ist easy peasy auf jeden Fall. Das sind 80er Rohre, ja, und der Flansch unten ist jetzt nicht für ein 80er Rohr gedacht, sondern für ein, keine Ahnung, 77,8 oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben wir das so gemacht, also hier unten meine ich. Ja, hier. Auf jeden Fall haben wir das so gemacht, da gibt es so Ofendichtbänder, so ein ganz dünnes Dichtband haben wir genommen, haben wir das einmal rumgeklebt. Ja, also hier einmal um diesen Flansch vom Ofen. Und haben dann das Rohr drauf gesteckt und das ging wirklich schon presseng auf jeden Fall. Also das ist auch dicht, alles cool, da kommt nichts durch, also alles easy auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, dann mit 245 Grad Bögen, zack, zack, hier nochmal so ein kleines Zwischenstück, auf so einen, ja, Flansch, sage ich jetzt mal, der dann doppelbandig wird. Und hier kommt dann auch schon, hier ist eigentlich schon das, das doppelwandige Rohr, was dann hoch ins Dach geht. Ja, und hier seht ihr nochmal so eine Blende. Ja, das ist nochmal so eine Hitzeschutzblende sozusagen. Also für schräge Dächer sozusagen ist das. Ja, und das war auch echt gut. Ich zeige euch das nochmal kurz. Da seht ihr dann auch noch das Armaflex HT. Na, das liegt schon ziemlich nah am, am Rohr. Also von daher, da oben würde ich vielleicht HT nehmen. Das, also ich einfach nur zur Sicherheit. Ja, muss jeder selber entscheiden auf jeden Fall. Aber das ist nicht günstig, aber für so ein kleines Stück, pff, scheiß drauf. Wenn es nachher um eure Sicherheit geht, dann ist kein Euro zu schade, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, und wie gesagt, diese Blende hier, die ihr hier seht, die hat uns echt geholfen, dieses Loch ins Dach zu schneiden. Weil das Loch, da das ja so ein Runddach ist, ist das Loch nicht rund, sondern eher so oval. Ja? Und da muss man echt gucken. Und das war echt so ein bisschen frickelig. Ja, also wie gesagt, also Leute mit einem geraden Dach, die, pff, alles klar, da geht's raus, einmal schneiden, fertig. Also das ist ganz easy peasy. Beim Runddach ist es dann so eine Sache, gerade weil er auch hier diesen Bogen hat. Da musste man echt gucken, ich musste das draufsetzen. Das Rohr konnte ich natürlich nicht draufsetzen, weil das Loch noch nicht im Dach war. Und ja, das war schon ein bisschen blöde. Und wirklich, da hat uns wirklich dieses Stück hier geholfen, weil das habe ich halt angesetzt, habe geguckt, okay, wo wird zusammengeschraubt und dann habe ich ungefähr diesen, ja, diesen Durchmesser gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Den habe ich auf Papier oder auf Pappe gebracht und dann habe ich von innen sozusagen dieses ovale Loch angezeichnet. Als ich das dann innen angezeichnet hatte, weil von oben anzeichnen ist ja schlecht, habe ich sozusagen vier Löcher gebohrt, einmal oben, einmal unten, einmal rechts. Und einmal links. Dann wusste ich oben alles klar. Das sind meine Maße. Dann habe ich wieder meine Schablone genommen, die oben drauf gelegt, habe das abgezeichnet und habe dann sozusagen mit der Stichsäge dieses ovale Loch ausgeschnitten. Und das hat wunderbar gepasst. Es war vielleicht so ein paar Millimeter, wo es ein bisschen weiter rechts ist. Es war nicht hundertprozentig mittig, aber hey. Also wie gesagt, das ist, ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. Das war schon so eine Gefricke auf jeden Fall, wo ich schon dachte, Alter, auf nie passt das. Ey, jetzt schneidest du so ein Loch ins Dach. Und das war, ich sag mal so, für den Lüfter ein Loch ins Dach schneiden, das war eigentlich Pillepalle, weil das waren die Maße und das war die Mitte. Also hat man alles ausgemittelt und fertig, das hat gepasst. Aber hier war das halt so eine Sache, es muss halt genau passen. Und man hat ja auch nicht mehr wirklich großartig Spiel, hier noch irgendwie sowas auszurichten oder sowas, weil der Ofen da ja feststeht. Ja? Von daher war das schon so ein bisschen tricky. Warum wir unten Einband nicht genommen haben. Ja, viele machen das so, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, die machen es gleich von unten ab doppelwandig.
Der Nachteil ist natürlich, wenn man das unten schon doppelwandig macht, dass natürlich viel Wärme verloren geht. Ja, und ich habe natürlich jetzt klar, der Ofen ist warm, aber ich sag mal so, das Rohr ist auch warm. Und ich sag mal so, das einwandige Rohr sollte man besser nicht anfassen, wenn das Ding an ist, weil das ist echt heiß. Also da muss man schon aufpassen. Also gerade ich hier, wenn ich jetzt hier reingehe, gut, das ist natürlich weit genug weg. Also der Platz ist groß genug. Also ich habe mich jetzt auch schon dran gewöhnt. Aber ja, man muss da halt schon aufpassen. Aber es ist halt natürlich so, wenn ich ein einwandiges Rohr habe, das heizt natürlich noch mehr. Das heißt also, die Heizleistung ist noch größer. Ja, hätten wir eventuell bei uns sparen können, wobei, ich sag mal so, wenn es wirklich in die Minusgrade geht und das auch auf länger, ist es, glaube ich, echt ganz gut, wenn man ein einwandiges Rohr hat. Man kann es ja auch ein bisschen regulieren. Der Ofen muss ja nicht permanent 300 Grad haben. Ja, man kann ja natürlich mit der Luftzufuhr dann nachher spielen, wenn der Ofen seine Temperatur erreicht hat und man immer nachschmeißt. Und dann muss er ja nicht immer auf Vollgas laufen halt. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal mit euch aufs Dach und zeige euch mal, wie wir das oben gemacht haben, weil das ist auch mal so eine Frage gewesen. Ja, wie habt ihr diese Dachdurchführung gemacht? Wie kriege ich das denn dicht und so weiter? Und dann sehen wir uns gleich oben. Also, wir kommen auf dem Dach. Ja, ist eine geile Aussicht hier. Ist hier sehr chillig, also hier kann man sich echt gut hinchillen. Also, ein Dachträger ist schon geil, kann ich auch echt empfehlen. Allein auch schon wegen den Solarpanelen hier. Da, das ist der Dachlüfter. So, aber es geht ja hier um den Ofen. Und zwar seht ihr schon, wir haben hier den Schornstein schon draufgesetzt. Ja, den können wir auch wieder abnehmen. Ja, einfach nur hier. So, zack. Ab. Und dann seht ihr hier schon das doppelwandige Rohr. Ich nehme jetzt mal ab. Ja, wir müssen den halt immer abnehmen. Und ich habe hier so eine Kappe. Das ist eine 100, ich glaube 140er Außendurchmesser. Und innen ist natürlich das 80er Rohr. Und hier habe ich dann noch so eine Steinwollendämmung ist das, ja. Und wenn wir fahren, mache ich das Ding eigentlich hier nur drauf. Dann ist das recht flach. Ja, so Höhe Solarpaneele auf jeden Fall. Und wir sind gerade bei 3,20 Meter, also das passt dann. Also das ist auf jeden Fall die höchste Stelle hier. Ja, und wenn wir dann stehen, mache ich das ab. Das kann ich aber von unten machen. Ja, da komme ich ran, Melli nicht, aber ich komme ran, aber man kann es auch von oben machen. Das kommt ab. Dann kommt der Schornstein drauf, der ist eigentlich bei uns im Kofferraum und fertig. So, wie ihr jetzt schon seht, ihr seht hier so eine Manschette. Ja, und hier ist zum Beispiel auch nochmal die Halterung von oben, von dem doppelwandigen Rohr. Also diese ganzen Halterungen, das kriegt ihr alles bei Schornstein Olymp auf jeden Fall. Habe ich befestigt mit einem Stück Siebdruckplatte an dem Profil hier, an dem Dachprofil. Einfach durchgeschraubt, fertig. Das passt auch. Ja, und jetzt einfach mal zu der Manschette. Das seht ihr, ja. Und das ist eine EPDM-Manschette. Oder ich glaube EPDM heißt das. Ist eine schwarze Manschette. Ja, und die ist ordentlich verschraubt, abgedichtet, seht ihr auch. Und ordentlich viele Schrauben drin auf jeden Fall. Und ja, und ihr schneidet hier im Prinzip ein Stück raus. Ja, die gibt es in ja, von bis Größe. Ja, da muss man dann halt so ein Stückchen rausschneiden. Und dann schiebt ihr eigentlich das Rohr durch und fertig. Das geht am besten mit Silikonspray. Da kriegt ihr das ganz gut durchgeschoben. Und das war's. Also so nochmal auf jeden Fall. Ja. So seht ihr das. Ich habe das auch Rautenmuster angesetzt und nicht gerade. Einfach aus dem Grunde, wenn es regnet, dass das Wasser hier auch vernünftig abfließen kann und nicht irgendwo stehen bleibt. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall bombendicht. Das ist auch sehr auf Spannung hier. Aber ich kann es raus oder rein machen, falls ich den Ofen nochmal ausbauen müsste oder wollte, sage ich jetzt mal. Ja, und das war es eigentlich. Was jetzt halt noch fehlt, das seht ihr, das ist halt nur so offen hier. Also ich wollte hier noch so ein Alublech noch vorsetzen, damit das ein bisschen, obwohl das ist eigentlich scheißegal, das ist echt nur Optik, ja. Damit das hier ein bisschen noch geschlossen ist, ja, und fertig. Ja, also wie gesagt, und diese Manschette, also ich verlinke euch das alles, also alles, diese ganzen Sachen werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr euch im Prinzip alles zusammenstellen und alles nachbestellen sozusagen. Das einzige Problem ist eigentlich der Cubic Mini.
beziehungsweise der Grizzly oder auch der Cup ist eigentlich scheißegal. Also beide, die kommen aus Kanada, die Öfen. Cubic liefert meines Wissens momentan nicht mehr nach Deutschland, weil es gab mal Probleme mit dem Zoll. Was genau, weiß ich nicht genau. Es gibt aber eine Möglichkeit, das zu umgehen. Ihr braucht einfach nur Freunde irgendwie aus dem umliegenden Ausland, sei es Holland, Österreich, Schweiz, egal. Es ist wirklich nur Deutschland, was nicht beliefert wird gerade momentan. Ja, also wir wollten auch noch, es gibt noch für den Grizzly gibt es noch so einen kleinen Mini-Backofen, den man oben drauf stellen kann. Das wäre total geil. Da dachten wir, ja geil, den bestellen wir uns nochmal nach. Ja, hatte ich hingeschrieben, nö, liefert da nicht mehr. Also selbst das liefert da nicht mehr, ja, obwohl es ein bisschen Metall ist. Also der ist ja rigoros. Ich weiß auf jeden Fall, dass Leute das irgendwie geschafft haben, aber ich glaube wirklich über diese Umwege zu sagen, okay, alles klar, ich kenne irgendwie in den Holland einen Bekannten oder sowas, ich bestelle das da hin und du schickst es mir bitte dann nach Deutschland. Das geht, also da müsst ihr halt echt mal gucken. Wir können auf jeden Fall den Ofen sehr empfehlen. Er ist echt schön klein, ja, das muss man sagen, der wiegt nicht viel. Ja, das ist auch mal so eine Gewichtsfrage. Es gibt natürlich noch andere Öfen, die sind aber meistens alle schwerer. Vorteil da natürlich ist, du kriegst da mehr Holz rein oder größere Stücke rein, das brennt länger. Ich sag mal so, für eine Primärheizquelle ist der Ofen nichts, auch gerade über Nacht, weil ich sag mal so nach 3 Stunden spätestens muss man nachlegen. Ja, also man kann den so gut einstellen, wie man will, aber spätestens nach 3 Stunden muss man auf jeden Fall nachlegen. Und er hat keine Schamottsteine drin, der Ofen, klar, sonst würden die kaputt gehen auf der Piste, sondern es ist, ich weiß nicht, was es für ein Material ist. Man könnte fast denken, es brennt, ja, weil das so wie so Pappe ist. Keine Ahnung, vielleicht weiß das irgendwer von euch. Auf jeden Fall, das bricht nicht, aber dafür der Nachteil ist halt, das hält nicht so lange warm. Ja. Bei Schamottsteinen würde es auf jeden Fall länger warm halten. Was man machen könnte, man könnte sich irgendwie so einen Ziegelstein nehmen und den noch auf den Ofen legen. Der speichert auch noch mal Wärme. Das könnte man dann vielleicht noch mal machen. Aber ich würde euch raten, nicht nur einen Holzofen einzubauen, sondern auf jeden Fall noch eine zweite Wärmequelle in Form von einer Dieselstandheizung oder einer Gasheizung, egal, je nachdem. Ja, also das auf jeden Fall zum Aufbau. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Müsst ihr mal gucken, falls da Fragen sind, wie gesagt, haut das nochmal in die Kommentare. Aber wir werden auf jeden Fall heute Abend das Ding mal anschmeißen. Dann zeige ich euch mal kurz, wie wir den anmachen. Das ist jetzt auch jetzt gar nicht so ultra spektakulär. So ein paar Sachen muss man halt beachten. Muss erstmal ein bisschen am Feuer bleiben, auf jeden Fall, am Ofenfeuer. Gerade am Anfang muss man ordentlich nachschmeißen, damit sich dann Glut bildet unten. Aber das zeige ich euch alles gleich. Kleine Info nochmal zu der EPDM-Maschette. Die ist schwarz, die gibt es noch in so einem Orange. Dann ist sie extra hitzebeständig. Ja. Die wir jetzt haben, diese schwarze, ist, glaube ich, bis 130 Grad hitzebeständig. Ja, da denken sich so eigentlich so 130 Grad und der Ofen 300. Aber ihr könnt echt ohne Scheiß, wenn das Ding an ist, volles Brett am Feuern ist, oben draußen eure Hand dran halten ans Rohr und ja, es ist warm. Schön warm, aber das war es dann auch. Also keine 130 Grad. diese Orangenen, die sind scheiße teuer. Die kosten 200 Euro oder irgendwie sowas. Also ist echt heftig teuer. Und die schwarze kostet 20, 30 Euro oder irgendwie sowas. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also wesentlich günstiger. Ihr braucht da keine extra hitzebeständige Silikon-Dachdurchführung sozusagen. Ihr könnt da ganz normal die schwarze nehmen. Also das nur schon mal zur Info auf jeden Fall. So, nochmal eine kleine Ergänzung zum Ofen im Wohnmobil. Ja. Ist echt so eine Sache auf jeden Fall, haben wir jetzt festgestellt. Wenn ihr ein Auto ausbaut, ein LKW, egal, und ihr wollt einen Ofen einbauen, könnt ihr das alles machen. Wenn ihr den aber umschreiben wollt zum Wohnmobil, ist zumindest in NRW so, dass der TÜV sagt, keine Chance, Ofen ausbauen, tragen wir so nicht um. Ja. Ich glaube, in Bayern sieht es anders aus. Von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und es ist irgendwie auch Willkür des TÜV-Prüfers, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da müsst ihr mal gucken. Also ich habe auch schon gehört, das war vielleicht Zufall, dass ein Ofen sogar als zweite Heizquelle eingetragen wurde. Im Schein oder im Fahrzeugschein, im Brief, wie auch immer. Das ist aber nicht mal echt Zufall gewesen.
Dann seid aber richtig auf der sicheren Seite. Also da müsst ihr echt mal gucken, wenn ihr einen LKW geschlossenen Kasten habt, dann ist sowieso scheißegal, was hinten drin ist. Das interessiert dann auch keinen. Aber wie gesagt, checkt es aus. Sicherheit ist auf jeden Fall wichtig, gerade das Thema Ofen, Feuer, offenes Feuer, in Anführungsstrichen, offen ist es nicht. Im Fahrzeug ist natürlich so eine Sache, ja, aber da könnte man auch sagen, der Gasherd ist auch nicht anders. Und was ich euch raten würde, geht zum Schornsteinfeger eures Vertrauens, sage ich jetzt einfach mal. Jeder reagiert da anders drauf. Lasst den einmal rüber, gucken, ob soweit alles passt. Und wenn er sagt, jo, alles klar, ist okay, kannst du so machen, ist das auch okay. Ja, also wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Ja, wie gesagt, Eintragung ist so eine Sache auf jeden Fall. Das weiß ich, jedenfalls ist es in NRW so. Ich weiß jetzt, in anderen Bundesländern ist das ein bisschen was anderes. Momentan noch. Also von daher, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Ja, heute machen wir mal den Ofen an und ich zeige euch mal, wie das geht. Also wie ich den sozusagen anmache. Ist jetzt eigentlich nicht wirklich ultra schwer, aber beim Cubic ist es ja vielleicht ein bisschen anders als bei anderen Öfen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Einen anderen kennen wir nicht. Von daher ist es, denke ich mal, ganz interessant. Ja. Also, den Ofen erstmal soweit ausgeräumt. Ja, wir haben hier übrigens von Cubic hier so ein, ja, es ist so ein Haken und kurz mal hier unten drin ist ja das Holz. Habe ich dann noch so eine Schaufel. Mit der Schaufel gehe ich dann sozusagen rein und räume die ganze Kohle, Asche raus. Also die beiden Sachen kann ich euch empfehlen. Es gibt ja noch, das ist ja so ein Dreier-Set, da ist noch so ein, ja, so eine Zange bei, die könnt ihr vergessen, weil der Ofen wird so brutal warm. Da könnt ihr eigentlich nicht mehr dran gehen. Das ist, sobald ihr das Ding aufmacht und irgendwie das Holz da reinmachen wollt oder sowas, dann verbrennt ihr euch die Finger. Deswegen haben wir ein bisschen was Größeres. Hier sowas, ja. So eine Grillzange im Prinzip, da kann ich schön rein und bin ich schön weit weg. Mit der Hand. Das passt, ist dann immer noch ordentlich warm, aber ja. Also dann nochmal so zur Info hier, die Bleche, die ihr seht, die reichen vollkommen aus, ja, auch wenn jetzt hier schon der Sitz anfängt, aber ja, das ist hier warm, aber es ist hier nicht heiß, also klar, also ihr solltet auf jeden Fall gucken, dass ihr natürlich dabei seid, sobald der Ofen an ist und auch an bleibt und nicht irgendwie weggeht und ja, lassen wir mal brennen oder sowas und dann brennt eventuell vielleicht doch eure Hütte ab. Das wäre dann halt nicht so optimal. Aber ich denke mal, das versteht sich ja von selbst. Ne? Also von daher, die Bleche reichen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, also wir machen das jetzt folgendermaßen immer so, oder ich beziehungsweise, ich mache hier den Ofen immer an, ich habe hier so eine Tüte, ja, so eine Papiertüte, also ein Stück da mal hinten rein. So, und dann habe ich hier noch von Lukas habe ich noch so ein bisschen Pappelholz. Das seht ihr da unten drin, da ist noch ein bisschen mehr. Ja, das nehmen wir natürlich jetzt erstmal. Und das schichte ich eigentlich hier nur so rein. Dann ist es wichtig, vorne die Luftzufuhr aufzumachen und unten die Luftzufuhr zuzumachen für den Anfang. Und das dauert, also das lassen wir ungefähr so circa Viertelstunde, 20 Minuten. Der brennt, das wird er gleich sehen, der zieht richtig brutal die Luft rein. Also das ist, hört sich richtig krass an. So richtig so, aber das sehen wir gleich. und dann lassen wir erstmal brennen, schmeißen ein bisschen nach, so dass er dann echt genug Glut hat und Holz drin hat. Und dann schließen wir oben die Luftzufuhr so zur Hälfte ungefähr und machen unten voll auf. Und dann brennt er auch ein bisschen langsamer. Aber das sehen wir jetzt gleich. Also jetzt erstmal Feuer. Und dann machen wir das mal an hier. Und ich lasse auch erstmal die Klappe auf. So, das war es dann jetzt auch schon. Also am Anfang räucht er jetzt so ein bisschen rein. Aber jetzt zieht er hoch. Seht ihr ja schon. Und jetzt, ja, warten wir einfach mal ab. Jetzt lege ich immer so ein bisschen nach. Ich lasse erstmal auf. Ja, wir legen jetzt immer noch mal ein bisschen nach. Lassen noch auf. Man muss halt klein anfangen oder dünn anfangen. Mit trockenem, dünnen, kleinen Holz und nicht immer höher arbeiten sozusagen. Aber das ist bei jedem Feuer so. Also von daher erzähle ich da, glaube ich, nichts Neues. Oh, jetzt hört er das schon. Ja, zieht jetzt gut durch. Wie
man hört. Könnte mal gucken, ob man jetzt schon mal zumacht. Also halb zu zumindest. Ja, ich lasse es dann auch manchmal mal so ein Stückchen noch auf. Mal langsam, ich habe ja noch so eine anderen Hölzer, die sind ein bisschen lang, aber das geht. Die sind jetzt, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das Buche ist. Ja, noch, auch noch aus der Holzwerkstatt auf jeden Fall. Das packe ich schon mal rein. So, und ihr seht, ne, jetzt mache ich das hier mit dem Kollegen. Stell das dann hinten immer so ein bisschen hoch. Habe ich dann immer noch so ein bisschen Kleinkram. Das packe ich da auch mal mit rein. Also wie das geht jetzt eigentlich so ein bisschen Glut aufzubauen. Und wenn er dann Glut hat, dann kann ich auch die größeren Stücke reinpacken. Ja, und jetzt warten wir erstmal ab, wie gesagt. Ich schieße jetzt immer ein bisschen was nach. Baue sozusagen die Glut auf, sodass einigermaßen Glut auf dem Boden liegt und werde dann immer größer und dann sehen wir dann gleich. Also wie gesagt, im Prinzip war es das jetzt eigentlich schon. Das geht eigentlich recht schnell. Habt ihr schon gesehen. So, nochmal eine Info zu dem Glas. Ihr seht das jetzt gerade. Das ist jetzt schon ordentlich beschlagen. Eben gerade war es noch recht klar. Das ist aber normal. Also das beschlägt einmal, wird so ein bisschen rußig. Aber wird später wieder frei. Also so einen Rand habt ihr immer noch drauf. Ja, den könnt ihr dann irgendwie so mit... Ja, man kann das dann so machen, wenn er dann nachher fertig ist und nicht mehr brennt oder kurz bevor ihr das macht oder sowas, dass ihr mit Zeitungspapier einmal ein bisschen das nass macht, in die Asche reingeht und dann mit dem Zeitungspapier sozusagen an der Scheibe entlang wischt und sozusagen dann wird die Scheibe wieder klar, aber das braucht man eigentlich gar nicht. Wichtig ist eigentlich nur, dass ihr die Glut nach vorne holt und das frische Holz nach hinten packt. Dann reinigt sich die Scheibe sozusagen von ganz alleine. Also das schon mal so als Info. Das Glas wird jetzt langsam wieder klarer, man kann schon reingucken, ne? Also die Kohlen sozusagen, die Glut ist jetzt auch schon wirklich, es ist auch gut warm hier, also das Ding ballert schon echt heftig, muss man sagen, gut angegeben mit 4 kW. Wir können ja gleich mal gucken, wie warm das da oben bei Melli ist, also wir haben da ja so einen Thermometer. Ja, und ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen was nachlegen, noch mal, dass es anfängt zu brennen und dann werde ich die Luftzufuhr ändern, das zeige ich euch jetzt. So, also ihr seht, na, da ist schon ordentlich Glut drin, also das ist perfekt jetzt eigentlich. Ja, ich mache das immer so ein bisschen klein noch, hole sozusagen das, ja, die Glut ein bisschen weiter nach vorne, das sagte ich euch ja. Bisschen was da nach hinten, das ist wirklich echt arschwarm auf jeden Fall. Also mit dieser kleinen Zange, ich meine, sieht zwar niedlich aus, aber ja, ist jetzt auch nicht so wirklich geil damit zu arbeiten. Also wie gesagt, die ist auch schon bei uns entsorgt worden. Ja, jetzt werde ich noch mal ein bisschen was reinmachen. Stell das hier hinten dran. Ja, der Ofen hat jetzt auch fast 300 Grad, also das ist auf jeden Fall jetzt auch volle Betriebstemperatur. Wichtig ist auch, ihr seht jetzt gerade, ich mache jetzt hier drei Stücke rein, am besten sollte man immer nur eins reinmachen. Ja, so, jetzt mache ich mal zu, ne Kollegen, warte kurz. Es ist jetzt so heiß, es fängt sofort an zu brennen, also das ist eigentlich überhaupt gar kein Problem. Warte jetzt trotzdem noch mal kurz und dann ändere ich gleich die Luftzufuhr, seht ihr gleich. Und dann ist es eigentlich auch so, dass die Flammen ein bisschen runtergehen und es dafür dann, ja, das Flammenbild ein bisschen kleiner ist, aber dafür dann halt auch länger brennt. Also ihr braucht nicht immer nachschieben. Ja, aber wichtig ist halt am Anfang halt, dass ihr nachschiebt, sodass richtig schön Kohle, also Glut unten drin ist und dann sozusagen das Holz reinmacht, die Luft zu verändern und das machen wir jetzt. Also wie gesagt, das brennt ganz gut. Ich kann es nochmal kurz aufmachen, seht ihr das auch nochmal richtig. Ja, also das ist auf jeden Fall ordentlich am Brennen da. Ich mache jetzt wieder zu. So, jetzt machen wir unten auf, voll,
volles Programm auf. Ja, da ändert sich jetzt noch gerade gar nichts, wie ihr seht. So, und jetzt reguliere ich im Prinzip oben die Luftzufuhr. Ich mache die aber nicht ganz zu. Ja? Also ich mache sie erstmal so ein Stückchen zu, so zur Hälfte. Und gucke, wie sich das Feuer verhält. Ja? Ist jetzt noch ganz gut auf jeden Fall. Also kann ich es noch ein bisschen weiter schließen. Ja, ich mache das mal so ganz klein, ein Stückchen. Wenn ich es jetzt ganz zumachen würde, seht ihr mal, dann geht es fast aus, seht ihr ja. Ne? Also das würde nicht reichen. Also er braucht schon noch ein bisschen Luft von vorne. Aber jetzt nicht viel, es ist vielleicht so ein Viertel. Ja, so ein Viertel Öffnung ungefähr. Müsst ihr dann echt mal ausprobieren. Das ist dann auch nachher, wenn das gleich runtergebrannt ist. Das ist immer auch ganz cool, das hört man auch. Der Ofen knackt dann. Ja, also wenn du euch hinsetzt und so und ihr hört dann irgendwie so ein Knacken im Ofen, dann wisst ihr, ah, alles klar, okay. Wieder Feuer nachlegen. Ja. Also er wird dann kälter und der Ofen knackt. Das ist ja klar. Ne? Es wird kühler und das Metall verformt sich dann sozusagen wieder. Und dann knackt das. Also bei unserem ist das zumindest so. Ja, ich weiß nicht, ob das bei anderen, bei den anderen Cubics auch so ist, weiß ich nicht. Ja, also wie gesagt, wir lassen es erstmal so brennen. Ich lasse es so auf Viertel auf erstmal. Das brennt ja ganz gut. Und im Prinzip war es das jetzt. Also ich werde mir jetzt hinsetzen, werden gleich mal gucken, wie warm das da oben ist. Aber ich glaube, es ist schon echt gut warm, weil das Ding ballert echt heftig. Also wenn ihr einen kleinen Bus habt, reicht der Cubic Cup. Ja, das ist der kleine, der macht glaube ich 2 kW. Allerdings müsst ihr die Stücke noch kleiner schneiden, das ist immer so eine Sache. Und bei so unserem Koffer, bei der Größe, würde ich auf jeden Fall einen Grizzly empfehlen. Ja. Also wir haben es geschmeidige 25,8 Grad. Jetzt, wie das ganz leicht rumflammt da hinten, das reicht auch vollkommen aus. Mehr braucht es auch gar nicht. Ja. Ich muss mich jetzt mal entkleiden, weil es ist gut warm hier drin. ja, also das war es jetzt im Prinzip. Ja. Also mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen und auch zu zeigen. Also wie gesagt, mit der Luftzufuhr müsst ihr dann halt einfach mal gucken, mal ein bisschen rumprobieren auf jeden Fall. Wenn ihr neues Holz reinmacht, dann vielleicht wieder die vordere Luftzufuhr ein bisschen weiter aufmachen und dann feuert das Ganze schon wieder an und dann könnt ihr, was weiß ich, nach 2 Minuten das wieder ein bisschen zumachen. Also da müsst ihr einfach mal gucken. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt dazu oder sowas, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich versuche das auf jeden Fall zu beantworten alles. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und bis bald. Ciao.